Moin Moin YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren oder zum zweiten, wie auch immer ihr das haben wollt, Diskussionsvideo auf unserem Kanal. Ich sitze hier zusammen mit dem Sebi, schon lange nicht mehr vertreten, jetzt auf jeden Fall wieder aktiv am Start. Diesmal beschäftigt sich mit dem Thema Structure Decks, ob sie gut fürs Spiel sind oder doch übers Ziel hinausschießen. Genau. Ja, wir fangen erst mit der Kontraseite an, machen dann die Pro-Seite und danach kommt unser Fazit auf jeden Fall. Und damit ihr das nicht vergesst, es ist unsere Meinung. Ihr seid bitte aufgefordert dazu, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Es ist ja ein Diskussionsvideo, wir wollen eure Meinung hören. Genau. Und, hätte ich gesagt, fangen wir an. Fangen wir an. Dann fangen wir, wie schon gesagt, bei den Kontrapunkten an. Genau. Und zwar ist der erste Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, dass man sich, wenn man sich über Structure Decks aktuell unterhält, natürlich, um ein turnierfähiges Deck zu erstellen, drei davon direkt mal ranholen muss. Und genau. Das sind halt auch schon 30 Euro. Ne? Also aus einem Structure Deck kriegt man nichts raus, um das auch spielen zu können, so wie es eigentlich gewollt ist. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Ja, und zwar, dass man im Prinzip gezwungen ist dazu, sich andere Karten, die in Neben- oder Hauptsets rauskommen, zu holen, um das Deck wirklich auf ein sehr gutes, metafähiges Niveau zu heben. Beispielsweise, gutes Beispiel ist im Moment Shadowall als Structure Deck super stark, keine Frage, pur ist gut zu gebrauchen. Aber wenn du es wirklich in der Meta spielen möchtest, musst du die Invoke-Karten haben, damit du wirklich deine Consistency hast. Und daher seid ihr darauf angewiesen, halt teure, sehr häufig teure Karten halt aus Haupt- und Nebensets nochmal ranzuholen. Richtig. Man kann das ja in der Vergangenheit auch öfters beobachten. Es waren Decks wie Salamangreat, zum Beispiel Monarchen von früher, bei dem das halt gesehen hat, dass die halt auch einen sehr starken Impact dann hatten. Genau. Was aber auch jetzt wieder zum nächsten Punkt direkt überleitet ist, dass die Structure Decks, wenn sie rauskommen, teilweise einen viel zu starken Impact auf die Meta haben. Jetzt eben gerade im Moment Shadowall in Kombination mit Invoked ist natürlich schon krass und man sieht das auch deutlich, dass das immer mehr gespielt wird und dass das Decks sind, die wirklich reinhauen können, wenn man sie richtig spielt. Auf jeden Fall. Natürlich. Ja. Und das hat aber natürlich auch zur Folge, dass so Deckthemen, die in Haupt- oder Nebensets dann rauskommen, ein bisschen untergehen, weil sie einfach im Vergleich zu den Structure Decks keinen Impact haben. Die sind einfach viel zu schwach dafür. Genau. Und das ist dann schon ein bisschen schade, weil es teilweise auch richtig coole Deckthemen sind, die dann in so Haupt- oder Nebensets rauskommen, die dann einfach untergehen. Richtig. Das zur Folge hat natürlich eine gewisse Eintönigkeit des Spiels, dass man, wie jetzt beispielsweise in der Salami oder in der ABC oder auch Monarchenmeta, einfach zu 70% in den Top-Cuts von großen Turnieren, sei es jetzt Top 64 oder 32, spielt keine Rolle, meistens nur wirklich dieses Deck gesehen hat. Und das ist natürlich für die Zuschauer, für die Spieler und generell für das ganze Umfeld sehr, ja gut, deprimierend würde ich nicht sagen, aber es fällt auf und es kann sowohl positiv als auch negativ auffallen, aber für uns ist es ein Negativpunkt, weil es halt, wie gesagt, die Meta ein wenig einschränkt in dem, was sie eigentlich für eine Vielfalt bieten könnte. Absolut. Ja, aber dahingehend können wir auch direkt weiterleiten zu unseren Pro-Punkten. Ich mache jetzt auch einfach mal weiter, nämlich diese Eintönigkeit kann man, wie gerade eben schon gesagt, so sehen, aber man kann sie auch positiv beurteilen, nämlich indem man sagt, man hat durch dieses Structure Deck, was ja nochmal neuen und frischen Wind in eine vielleicht eingefahrene Meta bringt, nochmal die Möglichkeit, ein anderes Deck zu spielen, was vielleicht je nach Impact natürlich, jetzt, das ist natürlich der Punkt, wo es sich ein bisschen unterscheidet, vielleicht auch einfach eine neue Möglichkeit für Spieler darstellt, vielleicht ein anderes Deck zu spielen und einen guten Contender zu haben, der aber nicht alles dominiert. Das war zum Beispiel DDD. In der Zodiac-Zeit war es ein super cooler Contender. Du hast ein Deck gehabt, womit du spielen konntest, aber was nicht alles dominiert hat. Also man kann es natürlich auch für die Varianz als Pluspunkt sehen. Natürlich. Und das ist jetzt natürlich auch so, dass man durch die Structure Decks, nächster Punkt, auch die Möglichkeit hat, durch die Structure Decks auch in die Meta einzusteigen. Dass man allein durch für wenig Geld in einem Structure Deck die Möglichkeit hat, in der Meta mitmachen zu können und sich nicht, wie jetzt mal Beispiel vor einem Jahr war es so, Skystriker, es war ein Nebenset, ja, aber es war scheiße teuer. Also man konnte sich nicht jeder leisten. Durch so ein Structure Deck, ja, dann holt sich ran, man holt sich noch ein paar extra Karten, aber man ist im Endeffekt dann auch schon metafähig.
Richtig. Und das finde ich zum Beispiel richtig klasse, dass uns da so auch die Möglichkeit gegeben wird von Konami durch eben diese Structure Decks. Und ja. Also für alle Budget-Spieler auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Und nächster Punkt auf unserer Liste ist, dass man aus drei Structure Decks eigentlich auch schon wirklich ein metafähiges Deck haben kann. Widerspricht natürlich dem anderen Punkt, den wir bei der Contra-Liste haben, aber da wiederum Wert drauf gelegt, inwiefern das Structure Deck in sich aufgebaut ist. Man siehe Celebrimbor Great, konntest du wirklich aus drei Structure Decks, da Ash Blossom die ganze Engine drin war, du konntest im Prinzip das ganze Deck einmal so dreimal kaufen, bauen, fertig. Du hattest eigentlich ein sehr kompetitives Deck. Du hast natürlich noch ein, zwei Kärtchen gebraucht, aber es erinnert mich wirklich ein bisschen an die Monarchzeit. Ja. Da ist es auch ein super Punkt. Monarchen brauchtest du einen Kuras und vielleicht einen Testalos. Das war's. Mehr brauchtest du nicht. Du hattest einfach aus drei Structure Decks ein wirklich gutes, metafähiges Deck, wo du eigentlich nichts weiter für bezahlen musstest, außer das, was du halt in den 30 Euro drin hattest. Ganz genau. Also das ist halt so ein Punkt, der jetzt im Vergleich zu einem Kontrapunkt ein bisschen überwiegt, finde ich. Ja. Diese drei Structure Decks, ob man sie sich jetzt für 30 Euro ranholt oder günstiger auf Market. Man muss das einfach in Relation sehen. Kauft man sich ein Meta-Deck für 400 Euro oder kauft man sich ein Deck, was man für 30 Euro kauft und vielleicht, sage ich mal, noch 50 Euro als Karten drumherum kauft, um dann wirklich einen Contender für diese eben 400 Euro Decks zu haben. Eben. Was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass eben durch diese Structure Deck der eigentliche Sinn hinter diesem Structure Deck ist, ist ja einfach in das Spiel, einfach in den Deckbau reinzukommen, und das ist natürlich dann auch für die ganzen Einsteiger ein deutliches Plus, weil sie viel einfacher ein Deck haben können als dieser typische Deckbau, den jetzt ja fortgeschrittene Spieler wie wir es zum Beispiel kennen. Man hat ein fertiges Deck und das ist schon mal ein riesen Pluspunkt, finde ich, gerade für Neueinsteiger und Anfänger, die das Spiel lernen wollen und müssen nicht direkt mit dem Deckbau auch schon sich auskennen. Ja? Genau, da kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Ist auf jeden Fall zutreffend und für uns auf jeden Fall ein guter Punkt, um das hier nochmal positiv hervorzuheben, Leute. Nächster Punkt, vor allem jetzt wieder mal zu sagen, Shadow Structure Deck, die Reprints, die Staples in diesem Structure Deck sind echt sehr, sehr gut. Also ich sag mal Twin Twister, Allure, BLS, obwohl das jetzt kein Staple ist, aber der Reprint ist halt super gut. Das sind einfach Karten, die man sich vorher als Budget-Spieler zum Beispiel auch nicht wirklich geleistet hat, weil sie einfach auch wirklich manchmal als Common 5 Euro gingen. Und man muss es halt wirklich aus der Sicht eines Budget-Spielers sehen, aber auch für Leute, die jetzt einfach nicht so viel Geld für Yu-Gi-Oh! Ausgeben wollen, das ist einfach eine super Möglichkeit dazu, einfach zu sagen, okay, wir holen uns dieses Structure Deck, da haben wir die und die und die Karten drin und du hast dazu, wenn du nur diese Staples haben möchtest, hast du dazu einfach noch ein schönes Deck, was du auch mal funmäßig spielen kannst mit deinen Kollegen oder so, da kommt halt viel zusammen eigentlich. Ja, kann man eigentlich auch gut damit verknüpfen. Wir hatten vor kurzem ein Turnier in Montabaur, wo dann uns ermöglicht wurde im Endeffekt, dass man aus drei Structure Decks von jetzt im Shadow Structure Deck ein Deck sich zusammenbaut und dann in der neuen Master Rule zusammen zu spielen. Genau. Das sind halt so Sachen, die kann man dadurch ziemlich leicht ermöglichen und das finde ich auch eine coole Sache dann. Finale haben wir hochgeladen, ist auf jeden Fall jetzt gerade verlinkt. Leute, schaut es euch an, dann habt ihr auf jeden Fall Bock, euch Structure Decks zu holen. Ja, das macht auch riesen Spaß. Ja. Und das ist halt auch wieder so eine Sache mit den Structure Decks, mit dem Support von alten Deckcores oder alten Karten oder schlechteren Decks. Jetzt beispielsweise eben die Monarchen, genau. Die hatten ein Structure Deck und dann kam ein paar Jahre später kam das nächste und da haben die einen so krassen Support bekommen, dass sie eben ja dann in die Meta kommen konnten. Und es sind so viele einzelne Structure Decks, die teilweise rankommen. Pendel, Endymion kam raus, es gab ja am Anfang das Structure Deck hier, oder war es Starter Deck? Es waren, glaube ich, ein Structure, ein Starter, das war wirklich viel Zeug, aber die bauen teilweise dann halt aufeinander auf, ja, und werden dadurch auch immer besser und günstig besser. Und das ist so ein krasser, richtig, Support. Ja. Ja, wenn man sich halt dafür die Neben- und Hauptsets anguckt, ich sag nur, was wäre denn jetzt hier ein gutes Beispiel? Ja, Dingirsu als Orkus, einfach nur als Beispiel. Die Karte hat, als sie zum Release rausgekommen ist, hat die 30 Euro gekostet. Das sind drei Structure Decks und ja, du brauchst die Karte zweimal. Im Structure Deck hast du halt alles da. Natürlich, ja, ist halt Meta, Non-Meta, Tier 2, Rogue, das sind halt alles Sachen,
da werden sich jetzt auch die Gemüter streiten, aber das soll ja auch so sein. Schreibt bitte, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Wir haben noch einen Punkt, den habe ich gerade eben schon ein bisschen angesprochen, aber man kann ihn nochmal hervorheben, weil es einfach wirklich gut ist. Es ist erschwinglich. Structure Decks sind günstig, ist eine super Alternative für eben die Spieler, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, in die Meta einzusteigen. Natürlich Blick hierauf oder hierbei auf die Structure Decks, die eben wirklich so Meta-fake waren und sind. Shadow, Invoked, Invoked sag ich schon, ja. Invoked, das wär gut, schön, sollten sie mal rausbringen. Nein, Shadow, DDD, Monarchen, alles, wie gesagt, habt ihr jetzt gehört von uns, ist auf jeden Fall eine super günstige Alternative mit den ganzen Reprints und so noch dazu, also why not. Kommen wir dann auch direkt zum Fazit, würde ich sagen. Ja, absolut. Also wir sind auf jeden Fall dafür, wir sind pro gestimmt für diese Structure Decks. Wir sind aber auch der Meinung, dass die manchmal etwas zu krass sind. Wie gesagt, Monarchen, Salamon Grey, das war schon heftig. Und das macht es dann auch wiederum ziemlich doof. Aber kann man ja jetzt auch Dino aktuell, das war ein Structure Deck. Ja, richtig, das Leute, darf man nicht das vergessen. Ist jetzt, also vor allem jetzt in der neuen Master Rule, macht komplette Zerstörungen in der Meta. Also, ja. Aber es ist einfach schön, dass man eine günstige Alternative hat, gute Decks zu spielen, von Konami aus selbst, dass die uns die Möglichkeit geben, einfach für kleines Geld große Gewinne zu machen. Anfängerfreundlich. Oder, richtig, und auch einfach turnierrelevant auch manchmal sind, dass man einfach geboten bekommt, dass man nicht als, ich sag mal, Low-Budget-Spieler auf dem Turnier immer weggeklatscht wird von den 400-500-Euro-Decks, sondern dass es einfach eine schöne Alternative ist, da auch vielleicht mal ein bisschen mehr Spielspaß zu haben. Und das steht ja nun wirklich bei diesem Spiel hier im Vordergrund. Denn wenn man fürs Gewinnen auf Turniere geht, spielt Antimetas dann. Antimetas. Aber wie gesagt, Leute, eure Meinung zählt hierbei auch auf jeden Fall viel. Wir wollen mal eure Punkte hören, die wir vielleicht vergessen haben oder so. Sind da mal gespannt, was für Diskussionen hier innerhalb der Kommentare entstehen. Und scheut euch bitte nicht, irgendwelche Kommentare von anderen Abonnenten von uns auch zu beantworten. Das soll ja gerade der Sinn und Zweck dieses Videos sein. Haut mal raus. Alles unten rein, Leute. Genau, alles unten rein. Und wie gesagt, schön eure Meinung raushauen. Genau. Dann hätte ich gesagt, sind wir fertig. Richtig. Immer schön Glocke abonnieren. Falls noch nicht passiert, Glocke. Wir freuen uns immer über ein Abo. Genau, liken und hypen nicht vergessen. Zeitpunkt der Aufnahme. Sehr nah an den 1000 Abonnenten dran. Leute, ihr seid so klasse, wie ihr uns supportet. Genau. Immer weiter und freut euch dann auf die 1000 Abonnenten. Das wird mega. Und Special wird produziert. Richtig. Ja, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, vergesst den Support nicht, Leute, und in die Kommentare alles. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.